Der Sektor des Landes hat an Dynamik gewonnen, während er daran arbeitet, der größte Produzent weltweit zu werden. Der Sektor für Wasserstofffahrzeuge in China beginnt sich zu beschleunigen, da dieses Land, das bereits der größte H2-Produzent der Welt ist, sieht, wie seine Unternehmen und lokalen Regierungen mit neuen technologischen Fortschritten und unterstützenden Richtlinien zusammenkommen. China wird voraussichtlich bis Ende 2025 H2 betriebene Autos und Lastwagen auf seinen Straßen haben. Diese Vorhersage wurde im März von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission und der Nationalen Energiebehörde in China veröffentlicht. Die tatsächliche Zahl wird weit darüber liegen, sagte Xi Kaopeng, Vizepräsident der Great Wall Motors-Tochter FTXT, einem auf H2-Brennstoffzellentechnologie spezialisierten Unternehmen. Ein kürzlich erschienener Bericht von China Daily spekulierte, dass Xis Gewissheit in der Aussage auf einem Trend zu größerer Wirtschaftlichkeit von Lkw mit H2-Antrieb im Vergleich zu Diesel, Benzin und Elektropendants bis 2025 beruht. Diese verbesserte Wirtschaftlichkeit wird aus dem technischen Fortschritt und dem Wachstum der Flottengröße resultieren. Xi hat prognostiziert, dass Wasserstofffahrzeuge bis 2030 auch für mindestens die Hälfte aller Pkw-Modelle wirtschaftlich sein werden. Bevor er seine Position bei FTXT antrat, war Xi Vizepräsident bei Hyundai China. Hyundai gehört wie Toyota zu den frühen Marktführern bei H2-Personenwagen. Beide Autohersteller haben bereits eigene Brennstoffzellenautos auf den Markt gebracht. Xi sagte, die chinesischen Autohersteller seien bei Wasserstofffahrzeugen ins Hintertreffen geraten, holten aber jetzt auf. Er wies auch darauf hin, dass FTXT bemerkenswerte Fortschritte bei seinen Kernprodukten macht, darunter Brennstoffzellenstacks und H2-Speichertanks. Unsere Produkte werden 2023 in mancher Hinsicht überlegen sein, und unsere Produkte, die 2025 auf den Markt kommen sollen, werden auf dem gleichen Niveau wie Hyundai und Toyota sein, sagte Xi. Kommunalverwaltungen in ganz China waren von dieser Branche sehr begeistert, auch wenn sie noch in ihren Anfängen steckt. Anfang August enthüllte Peking die Vorstufen eines Plans, der Subventionen in Höhe von bis zu 5 Millionen Yuan, 728.100 US-Dollar, pro Projekt in Bereichen wie H2, Produktion, Transport und Speicherung sowie Betankungsanlagen beinhalten würde. Dies würde einen wachsenden Sektor für Wasserstofffahrzeuge erheblich unterstützen. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.